What? Ach du meine Güte, was ist denn da passiert? Guck mal, wenn man aufs Level guckt, wo mein Level. Und zwar kann ich nur sagen und euch vielleicht beruhigen, nein, ihr habt kein Let's Play, kein Part von mir verpasst. Denn ich bin kein Let's Play, habe ich das gemacht und so habe ich offline so weit aufgestiegen. Bin jetzt mittlerweile schon Level 26, warum schon? Ist nicht viel, aber wenn man jetzt hier guckt, beim letzten Part, da war ich glaube ich Level. Ich weiß es nicht, 23 oder so. Und jetzt bin ich mittlerweile schon Level 26. Wie habe ich denn das hinbekommen? Ist eine gute Frage, ist die berechtigte Frage. Und zwar habe ich gequestet. Habe ich einiges an Quests getan. Und zwar eine sogar komplett abgeschlossen. Und zwar die mystischen Bäume. Und das habe ich den lieben Nico zu verdanken, der mich auf das hingewiesen hat. Ob das lohnt sich eigentlich. Guck da mal rein, das kannst du auch mal machen. Das habe ich gemacht. Und da habe ich jetzt einiges gemacht. Die Quest war so ziemlich easy und da gibt es auch einiges abzuholen. Und so bin ich aufgestiegen, auch hier bei einigen anderen, wie hier 26, ja, das sind 4%. Ich habe mir jetzt gedacht, da stehen 46% schon abgeschlossen, aber jedenfalls von einigen schon was gemacht. Und so habe ich mich aufgestiegen und sonst auch einiges geerntet, verkauft und die und da und jenes. Level 26, yes, geht ja langsam voran, kann ich nur sagen. Mit langsamen Schritten nähere ich mich Level 100. Nee, so ein Blödsinn, also das dauert natürlich noch ein bisschen. Vielleicht wahrscheinlich realistisch gesagt ein paar Jahre. Das ist die Jahre, meine ich Jahrzehnte. Was habe ich denn eigentlich neu mit Level 26? Zwar keinen neuen Baum, da habe ich erst ab Level 27 wieder einen neuen. Welchen genau, das weiß ich auch nicht, so genau, um ehrlich zu sein. Dafür aber einen neuen Bär, glaube ich. Ein neues Tier, und zwar den Einsiedlerbär. Könnte ich mir eigentlich auch gleich kaufen. Bisschen Money Money habe ich hier noch. Und auch einige neue Pflanzen habe ich nun ab sofort, die ich nützen kann. Und zwar, welche denn eigentlich? Ich habe sie, glaube ich, auch noch nie angepflanzt. Und zwar, hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Teufelsdröte, da kaufe ich auch mal. Wahrscheinlich lohnt sich am Markt oder Auktionshaus mehr kaufen, aber ich kaufe es jetzt hier. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt hier die Preise nicht auswendig. Egal. Und die Wächterlilie, die kann ich nun auch nutzen. Wie man das Windkraut, glaube ich, hatte ich vorher schon. Meine zwei neuen Pflanzen, das ist mehr oder weniger, glaube ich, alles, was ich jetzt neu habe. Neben eben Mondkristallen, die man immer wieder bekommt. Und vielleicht hört es so nebenbei auch ein bisschen raus. Möglicherweise nicht. Großartig viel Unterschied ist nicht vom Hören jetzt hier, aber das bringt doch einige neue Vorteile, habe ich auch schon gesagt. Wer meine Farmerama-Videos geguckt hat, oder meine Ausgabe von Was war los auf meine Farm in Farmerama und sonstiges, was ist denn das? Erinnert euch das an was, und zwar an Was war los in Fantasyrama. Ist wieder ausgefallen. Grund eben, wie gesagt, mangelnden Sachen, die ich erzählen kann. Und jetzt habe ich es diesmal auch wieder ausfallen lassen. Hoffe, das ist okay und verständlich für euch. Also nicht wundern, wenn es eben nicht kommt, dann kommt es eben immer dann alle 2 Wochen. Kann ich eben sein, dass ich es ausfallen lasse. Wenn viel los ist, natürlich lasse ich es nicht ausfallen. Außer es kommt mir etwas anderes dazwischen. Ne, was ich jetzt eigentlich sagen wollte und jetzt wieder völlig abgelenkt wurde von mir selbst, meinem Gelaber hier. Und zwar, dass ich ein neues Headset besitze. Mir ein neues Mikro-Headset, wie man eben sieht, gekauft habe. Ja, bin ich auch sehr glücklich drüber. Haha. Ach so, ich habe die Wächterlilie schon angepflanzt. Sonst hätte ich da nicht 199 Stück. Gut, dann gehe ich einmal hier anpflanzen. Von, wie heißen die nochmal schnell? Ich weiß sie schon wieder nicht mehr. Wie heißt denn du? Wie heißt denn du? Teufels irgendwas? Teufelsdröte, genau. Teufels habe ich noch gewusst, immerhin. Und hier auch noch schnell meine Wächterlilie. Ah, was mache ich? Was mache ich? Nein! Geh weg. Geh weg. Ah, jetzt will sie mich komplett verarschen hier. Dann eben wirbeln das Windkraut, wenn du nicht willst, liebe Lilie. Welches Lilie dann eben auch nicht. So, ist mal kurz gucken, ist wieder sicher wer aufgestiegen. Ja, okay. Clevercard alias Nico, jetzt bist du über alle Berge, dich hole ich nie und nimmer wieder ein. Level 31. Wahnsinn, wie schnell du levelst. Wahnsinn. So. Da kriegst du natürlich auch gleich ein Geschenk. Sonst auch hier gibt es Geschenke. Mal gucken, ob sonst noch irgendwer aufgestiegen ist. Oh, nö. Aber mir, die werden alle inaktiv. Doch, hier. Phil, herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Bekommst natürlich auch was Schönes, Feines. So. Genug jetzt hier. Dann, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich jetzt hier auf meine Mondschattenaue gehen und mal gucken, was da ist. Da habe ich auch nichts angepflanzt. Da habe ich völlig vergessen. So. Und hier noch. Gut. Dann hier natürlich auch noch mal kurz etwas anpflanzen. Und zwar auch hier pflanze ich mir das Windkraut an.
Und dann ist eben mein, ich wollte es eigentlich ja auch in ein Video machen, verzeiht mir bitte, das ist wirklich katastrophal. Wäre ja schön gewesen, ein Video mit so viel Aufsteigen, aber ich habe es dann irgendwie nicht die Zeit gefunden, dann auch ein Video dazu zu machen und das ging alles dann so schnell. Naja. Also, mal gucken, vielleicht ich will dann, ich mache dann definitiv auch noch ein Video, wo es dann so richtig heißt, mal questen und hoffentlich steige ich dann da auch mal auf. Obwohl ich eigentlich generell fast eigentlich immer im Video aufsteige. Diesmal nicht, müsst ihr mir verzeihen, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Würde mich sehr freuen. So, kurz mal gucken. Wir können mal kurz schauen, was könnte ich denn dann so angehen? Herr der Kreaturen, naja, eher weniger. Blütenzauber, da braucht man überall so viel. Da braucht man nicht unendlich viel, da bin ich ja schon beim Meister. Meister, Meister. Baum des Lebens. Kann ich gleich machen. Siehst du? Kann ich gleich machen. Juhu. Zum Levelaufstieg reicht's aber dennoch nicht. Kann ich hier das? Ah, kann ich alles nicht aus. Der garstiger Dorn. Also garstiger Gnom, nicht Dorn. Ah, das ist eine Zeitquest. Okay, die hilft mir jetzt recht wenig. Ein Bett aus Blüten. Kein Beet aus Blüten, ein Bett aus Blüten. Feenring-Mysterium. Habe ich auch nicht. Aber ich könnte eigentlich 150 Zauberpilze kaufen. Kurz mal. Wie viel kostet denn ein Zauberpilz? Zauberpilz, da warst du. Wäre zu viel. Na ja, wie viel brauche ich? 50? Das investiere ich ausnahmsweise mal. Ne, das kostet nicht viel. Das kann ich mir locker, locker flockig leisten. Kann ich sogar noch übermäßig einkaufen. Was ich immer blöd finde, da geht man neu rein und dann fängt man wieder hier von vorne an und dann muss man wieder weiter übersuchen und das nochmal extra suchen. Aber was ich gut finde, ist Questarchiv. Und das kann man hier hinzufügen. Das finde ich recht witzig. So, aber hier abschließen, dann mal kurz gucken, was würde denn im nächsten gebraucht. Goldköpfchen, das kostet ja eigentlich auch so wenig. Goldköpfchen ist ja die zweitniedrigste Pflanze, da muss sie doch wenig kosten. Jawohl. Kann ich auch noch schnell machen, siehst du? Und schon questen wir in einem spontanen Video zu Quests. Obwohl, wir gehen jetzt hier wirklich schon das Money Money aus. Aber ist ja auch egal. Geld, das spielt sich ja wieder ein. Irgendwann zumindest. Feenring? Nein, mir fehlen zwei. Das gibt's nicht. Da kaufe ich extra noch. Jetzt habe ich gedacht, ich kaufe jetzt übermaß noch ein 100er. Völlig umsonst rein. Und da fehlen mir trotzdem noch zwei. Also kaufen wir hier. Kaufen wir dort. Liebe Fee. Ah, müsste eigentlich noch mal. Ah, mein Kontostand lässt es nicht zu. Ich mache es trotzdem. Klicke drauf. Zacko, Bako. Gut, geh wieder weg, Käfi. Fee. Fee. Nein, bist schon weg. Gut. So, also hier hau ich es auch noch rein. Und sonst habe ich auch eigentlich auch recht viel, muss ich sagen, von den ganzen bei der Glücksquelle angespart. Und die Drehs hier, da könnte ich dann eigentlich auch mal machen. Vielleicht ein extra Video, ich weiß es nicht. Hier, okay, das habe ich auch abgeschlossen. Und sonst, kurz mal gucken. Sagenhafte Baumschule. Braucht man viel fabelhafte Seide. Also es sind wirklich Unmengen an Quests. Also Fahrt, denke ich von Quests ja. Da wird uns so schnell mal nicht. Braucht man eine halbe Ewigkeit, bis man da mal alle halbwegs durch hat. Und da gibt es ja noch Geselle und Meister. Also es erwartet uns noch einiges. Hoffentlich seid ihr dann auch wieder dabei, um es zu anzugucken, wenn es euch Spaß macht. Dann freut es mich. Und damit bis zum nächsten Mal. Morgen, nur so nebenbei jetzt hier zur Info, wird wahrscheinlich kein Let's Play kommen und auch übermorgen nicht. Grund, zeitliche Gründe. Ich wollte noch vordrehen, aber sie sind auch nicht mehr ausgegangen. Ja, aber ist nicht so schlimm. Dann kommen wieder reichlich Parts, wie ihr kennt, fast täglich ja. Also, bis zum nächsten Mal. Seid wieder dabei. Euer Mega Game Freak.